ein Stück weit leben wir für den Verein. Wir sind mit dem Verein aufgewachsen. Die meisten von uns haben selber Junioren gespielt bis zu einer gewissen Stufe. Das Schönste war der Aufstieg aus der ersten Liga. Das war das Geilste, was wir erlebt haben. Das war schon einmalig. Sicher sind zum Teil die Matches vielleicht nicht super oder so, aber ich gehe halt gleich lieber den Hockey-Match schauen, wo mir die Mannschaft wirklich am Herzen liegt im Prinzip. Anstatt ein Match, wo vielleicht super Eishockey gespielt wird, aber wo ich nicht so richtig mitfiebern kann. Wir sind mit dem Verein aufgewachsen, durch dick und dünn gegangen und dann probiert man das Bestmögliche zu geben, auch in so einer Situation. Seit 20 Jahren geht man den GC Chur schauen und man wächst mit dem auf und das gehört einfach dazu. Es sind einfach alle meine Kollegen dort und es ist einfach geil, um ein Match zu erleben. Und es sind Emotionen aufgekommen. Ja. Der GC ist gerne nicht so unbedeutend. Er wird wahrgenommen und zwar in der ganzen Schweiz. Ich bin eigentlich schon seit Jahren eigentlich immer ein Match schauen. Eigentlich schon seit klein auf, seit Kind. Das Schönste war, ich weiß gar nicht, wo es so war, bei einem Auswärtsspiel, wo sie gewonnen haben, wo sie glaube ich, aufgestiegen sind. Kann das sein? Ja. Dann waren wir dort eben alle zusammen auf dem Eis und so. Das war wirklich cool. Das war das Schönste. Ja, es wäre schade, Nationalliga B ohne den GC-Chur.